die sich sehr stark damit beschäftigen, aber eben auch die Hochschul-Rektoren-Konferenz, die sich damit beschäftigt, oder eben auch die, ach so, vielleicht kennt das jemand, die Hochschul-Rektoren-Konferenz. Die Hochschul-Rektoren-Konferenz, den Link kann ich mal mit reingeben. Einen Moment. Und auch den Link vom den Link von der Europäischen Union. Das heißt, das ist eine Sache, die wir schon seit Ewigkeiten tun, vielleicht schon seit Bologna, dass wir flexible Lernformate anbieten und damit im Grunde kleine Zertifikate vergeben, die man möglicherweise, wenn gewollt, stapeln kann. Und das Schöne ist, wenn wir das im Rahmen der Hochschule tun, dass man diese Kompetenzen dann auch anerkennen kann oder anrechnen kann, wenn man beispielsweise mit einem, wenn man die Kompetenzen im außerhochschulischen Bereich erworben hat. Und ich glaube, meine persönliche Meinung, einige werden sie teilen, sind diese Micro-Credentials ein guter Weg, um Durchlässigkeiten zwischen den unterschiedlichen Bildungsphasen und Bildungswegen zu ermöglichen. Ja, und das ist ja ein Punkt, der uns auch im Rahmen des Projekts, also Qualifizierungen für Beschäftigte, für höherbetriebliches Lehrpersonal, für Führungskräfte im Batteriesektor natürlich umtreibt. Und wir können ja mal springen auf die nächste Seite. Ist hier eigentlich der Begriff der Durchlässigkeit mal untergekommen? Na, ich war positiv überrascht, dass das Thema Durchlässigkeit bei uns auch tatsächlich als Punkt im Antrag drinsteht. Also die Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung, weil das oft sozusagen vernachlässigt wird oder überhaupt nicht als Thema erkannt wird. Und deswegen fand ich das super, dass als ich ins Projekt eingestiegen bin, mir durchgelesen habe, was ist denn Inhalt, dass ich sehe, oh, das Thema ist erkannt worden. Da wollte ich jetzt mal nachfragen, wie ist es denn dazu gekommen? Weil als ich eingestiegen war, da war der Bewilligungsbescheid schon da und da war auch das Projekt sozusagen abgesegnet. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass das Thema Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, dass das tatsächlich im Antrag verankert ist? Das war eine Odyssee und eine Irrfahrt. Haben wir in unserem Projektverbund immer mal wieder auf diese Aspekte hingewiesen und zu sagen, wir arbeiten ja in unserem Projekt KombiH, ich glaube, du erzählst dann später noch das eine oder andere dazu, im Projektantrag versucht, auf diese Durchlässigkeiten hinzuweisen und es einzubringen, aktiv als Arbeitspaket. Und das Verrückte an der Geschichte ist, es ist mir bei KombiH nicht das erste Mal passiert, dass man mehrfach begründen muss, warum man sich überhaupt als wissenschaftlicher Weiterbildungsanbieter oder Hochschulen als Weiterbildungsanbieter erklären muss. Wenn man fragt, na, bitte begründen Sie, wir fördern berufliche Weiterbildung, aber keine wissenschaftliche Weiterbildung. Und inzwischen habe ich die Textbausteine so weit fertig, dass ich die Begründung relativ schnell liefern kann. Aber das Verständnis, was tun wir hier eigentlich an Hochschulen als Weiterbildungsanbieter? Wir bieten berufliche Weiterbildung an einer Hochschule an und tragen eben dann dazu bei, dass man zum Beispiel Micro-Credentials und Module auf einem entsprechenden Niveau dann auch anbietet. Und deswegen wurde in diesem Projektantrag mehrfach wieder gesagt, okay, Durchlässigkeit, das machen wir später im Projektverlauf. Und wir haben es allerdings irgendwann geschafft, dass es nicht mehr rausgestrichen wurde. Und jetzt haben wir es als Arbeitspaket drin. Ja, und darüber sind wir echt
froh, dass es, dass das funktioniert hat. Und weil das Thema eben gar nicht selbstverständlich ist, wollen wir jetzt hier auch gleich mal diese Abfrage stellen eben zum Thema, welche Maßnahmen können denn die Akzeptanz von Micro-Credentials auf dem Arbeitsmarkt stärken? Ich lasse die Umfrage einfach mal nebenbei laufen, weil wir sehen natürlich, ja, wir sehen natürlich, oder wir haben auch die Unternehmen befragt, und was sind denn die Hürden bei Weiterbildung oder was ist die Motivation? Und uns wurde einmal wieder gespiegelt, dass die Motivation bei den Beschäftigten im Wesentlichen da ist, aber es gibt so zwei Sachen, die sich nicht miteinander so richtig gut vertragen, wie ich finde. Das ist einmal, wenn man die Unternehmen fragt, wo soll denn die Weiterbildung hinführen? Zu welchem Qualifikationsniveau? Dann ist man dann schon erstaunt, auf welche hohen Niveaus erreicht werden sollen. Also wir sehen ja, da haben das jetzt hier mal ein bisschen abgebildet, auch an den DQR-Levels. Wenn man dann aber fragt, naja, wie viel Zeit können Sie denn für Ihre Beschäftigten ermöglichen, dass sie dann auch dazukommen und dass sie dann das erreichen, dann wird es langsam schwierig, weil es gab auch viele Unternehmen, die gesagt haben, ja, auch 1 bis 2, 3 Tage im Jahr. Und dann ist der Punkt, wo man sagt, okay, also wir haben ja ein Mismatch und wir haben ja sogar ein Mismatch, was sogar für das Erreichen von Micro-Credentials nicht ganz einfach ist. Also da muss man sich echt was überlegen. Wie schafft man es, die Qualifizierungsangebote so zu bauen und so zu entwickeln und so anzubieten, dass sie passgenau für die aktuelle Situation in den Unternehmen ist. Aber ich glaube, ihr habt ähnliche Erfahrungen bei euren Befragungen gemacht, oder, oder Heike? Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich wollte nur gerne Professor Wirkesmann antworten. Ich komme noch drauf. Ich würde sagen, ja, aber. Aber ich erzähle dann gleich noch was dazu, wie wir es bei uns an der BTU umgesetzt haben. Hier ist es so, dass wir auch bei uns, ich meine, wir sind seit 2019 jetzt eine wissenschaftliche Einrichtung, was uns unglaublich hilft, auch Umfragen oder auch wissenschaftlich sich mit der Thematik zu beschäftigen. Also wir haben gefragt bei Unternehmen, bei Weiterbildungsanbietern, bei ehemaligen Teilnehmenden, wobei man ja dann immer nicht fragt bei den Leuten, die nicht teilgenommen haben. Das wäre nochmal spannend. Und wir machen auch solche Umfragen gemeinsam mit Wirtschaftsförderern, um da auch ein bisschen näher an der Wirtschaft dran zu sein. Und auch dort ist es immer wieder überraschend, dass man sagt, fehlende Zeit und fehlende Angebote. Fehlende Zeit, das glaube ich sofort. Fehlende Angebote, da muss ich dann immer auf meine Teilnahmezahl schauen und muss sagen, wir sind möglicherweise nicht sichtbar. Ach, hätte ich das gewusst, dass? Das heißt, dieser Dschungel an Weiterbildungsangeboten, auch von unterschiedlichen Weiterbildungsanbietern, ist doch schon sehr divers und ich weiß nicht, inwieweit da Menschen, die eine Weiterbildung suchen, auch ganz spezifisch, sich da auch durchfinden können, trotz der ganzen Plattformen, die im Netz sind. Und was wir auch gesehen haben, ist, welche Themen jetzt im Moment so mehr nachgefragt werden. Und 21 war natürlich KI noch nicht so richtig am Start. Das hat sich jetzt ein wenig geändert. Da steht jetzt KI, also künstliche Intelligenz, auch ein breites Feld ganz vorn, aber eben auch Nachhaltigkeitsaspekte. Aber da schauen wir auch nochmal später drauf. So, und jetzt ist es eben so, dass, wie du schon gesagt hast, dieser Zeitfaktor eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Noch dazu vor dem Hintergrund der Transformationsprozesse und der disruptiven, wandelgeprägten Zeiten. Und was haben wir? Wir haben Klimawandel, wir haben Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder die Verfügbarkeit von künstlicher Intelligenz. Das ist ja kein neues Thema. Und wir haben
dann auch noch den Aspekt von Transfer und den Fachkräftemangel durch den demografischen Wandel. Das heißt, Unternehmen brauchen geeignetes Personal, entweder binden oder rekrutieren. Und zum Zweiten muss ganz, ganz schnell Wissen in die Praxis getragen werden oder aus der Praxis Wissen wieder zurück an die Hochschulen, damit wir daraus auch Forschungsfragen generieren können. Und da habe ich auch mal, oder haben wir was mitgebracht? Ne, haben wir schon gesagt, Nachhaltigkeit ist gerade ein sehr, sehr starkes Thema, aber auch ein Thema sind Formate. Ja, ich mache mal eine Frage, Matthias, du kannst ja mal ergänzen. Ich muss mal gucken, was ich hier nehme. Richtig. Und gerade was Formate anbetrifft, das ist natürlich ein Punkt, der uns bei der Entwicklung unserer Qualifizierungsmaßnahmen natürlich vor einer großen Herausforderung gestellt hat. Und wir sind jetzt erstmal den Weg gegangen, dass wir halbtägliche Online-Kurse zum Thema Basiswissen im Batteriebereich entwickelt haben, weil wir uns zwei Sachen gespiegelt wurden von den Unternehmen und von den Beschäftigten. Einmal, sie wollen wissen, in welchem Bereich arbeiten sie, warum ist der Batteriesektor im Rahmen der Energiewende, im Namen der Antriebswende, warum spielt er da so eine große Rolle? Also was mache ich hier eigentlich? Und auf der anderen Seite, ja, Batterien gibt es seit über 200 Jahren. Warum spielen die jetzt so eine große Rolle? Wie funktioniert das? Und warum ist die in den letzten Jahren wieder so modern geworden? Ja, weil die Batterie aus der Taschenlampe, die kennen ja alle. Klar, die Akkus in den Handys, das ist natürlich auch nochmal eine Rolle. Aber warum spielen die so eine große Rolle jetzt bei der Antriebswende, aber eben auch als Speichermedium in stationären Einrichtungen. Wir haben ja ein dieser Batteriemanagementsysteme bei euch an der TU, BTU auch gesehen. Ne? Das ist schon beeindruckend, wenn man davor steht. Und das war jetzt erstmal der Ausgangspunkt, dass man sagt, okay, wir machen Halbtagskurse im Monatsabschnitt, weil wir eben auch gesehen haben, okay, das ist eine Möglichkeit, auf die Unternehmen auf der einen Seite zuzugehen, die Leute einen halben Tag freizustellen, das schaffen die einmal im Monat. Das ist sozusagen für die leistbar. Und auf der anderen Seite nehmen die Beschäftigten auch das mit. Also die lernen da was und nehmen das auch für sich mit. Und das ist auch das Feedback, was wir jetzt aus den Kursen erhalten haben. Und eine andere Frage ist natürlich, wie macht man die Kurse so, dass die für die Beschäftigten auch attraktiv sind? Also wie macht man die Lerneinheiten? Und dann der Punkt Future Skills, den mit einzubinden, weil das, was hier steht, ne, wie arbeiten die Arbeit von morgen, die Zukunftskompetenzen, das versuchen wir auch gleich mit zu vermitteln. Und ich war letzten Mittwoch gerade bei einer Weiterbildungskonferenz, gerade auch zu dem Thema. Und dann wurde sehr viel über das Thema geredet. Aber als die Frage kam, ja, wer macht denn das? Also erzählen Sie doch mal aus der Praxis, wie setzen Sie denn das um? Da haben sich nicht so viele gemeldet. Und dann meinte ich, naja, wir versuchen das zumindest. Ja? Also wir vermitteln neben den fachlichen Inhalten auch diese Inhalte zu den Zukunftskompetenzen eben mit euch, ja, mit dem ZWW, der PTU, weil wir meinen, okay, auch das ist ein fachlicher Inhalt und den kann man nicht einfach irgendwann mal behandeln oder mal als gesonderte Einheit, sondern der muss schon integriert sein. Und das ist jedenfalls unser Anspruch. Und einige waren ein bisschen überrascht in dem Kurs, dass wir das gemacht haben. Andere fanden es gut, aber wir ziehen das jetzt so durch. Und wir sind gespannt darauf, wie das am Ende ankommt. Aber wir lassen uns da auch nicht beirren. Und wir sehen halt auch, dass wir da, glaube ich, auch ziemlich auf dem richtigen Weg sind. Wir lassen uns nicht beirren. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wenn du das so aufgreifst, nämlich
das, was wir ja hier tun, auch an der BTU, du hast gesagt Future Skills, dazu habe ich ein Drittmittelprojekt mit ans Zentrum geholt, gemeinsam mit unserem Multimedia-Zentrum. Was die Formate angeht, auch da sind wir auf einem Experimentierfeld und ich bin sehr froh, wenn wir da an der Stelle immer wieder die Möglichkeit haben, das erstmal in einem Projekt auf die Beine zu stellen, um dann im Nachgang zu verstetigen, also auch zu implementieren in unsere Angebote. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass wir sagen, selbstgesteuertes Lernen und natürlich auch der Hintergrund von Kompetenzorientierung, weil das ist natürlich nochmal eine ganz wesentliche Geschichte. Wenn ich sage hier so, wir haben es mit sehr, sehr heterogenen Studierenden zu tun. Unser Studium ist forschungs- und praxisorientiert, also auch zunehmend praxisorientiert, um mal auch auf das Klischee der Theorielastigkeit von Hochschullehre einzugehen. Und dann eben auch zu sagen, dass die traditionellen Studiengänge sehr linear sind, curricular aufgebaut und auch eine sehr lange Zeit brauchen, um entwickelt zu werden. Und auf die Veränderungen schnell reagieren zu können, glaube ich, sind Micro-Credentials ein guter Weg und eben sind auch ein guter Weg, um mit dem Aspekt des selbstgesteuerten Lernens umzugehen. Und das durch ganz bestimmte Formate, es müssen ja nicht alle Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens bedient werden, aber vielleicht, wenn wir das eine oder andere flexibel gestalten und sagen, wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, die sehr genau wissen, was sind ihre Lernziele, wo wollen sie lernen, wann können sie lernen und wie. Ne? Da sind ja die Menschen doch recht unterschiedlich und darauf einzugehen und unterschiedliche Formate, teilweise auch plattformgestützt oder Technologie und unterstützt anzubieten, das probieren wir gerne aus. Und Matthias, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon so sehr auf unsere Labortour, nicht nur 360 Grad, sondern auch im virtuellen Lernraum. Das sind Möglichkeiten, die wir hier gern ausprobieren. Und das natürlich auch immer gerne mit Menschen vor Ort. Die Sache ist, wie sieht das, du hast es ja schon erzählt, wie es in der beruflichen Weiterbildung aussieht. Wie lange dauert es, um einen Ausbildungsweg, um die Ordnungsmittel herzustellen? Nein, bis ein neuer Ausbildungsberuf oder bis das überarbeitet wird, das dauert in der Regel 10 Jahre. Ne? Das ist wirklich ein Prozess, weil da wirklich viele, viele Akteurinnen, Akteure eine Rolle spielen und da auch sich manchmal mehr, manchmal weniger konstruktiv einbringen. Also da muss man viele Player einbeziehen. Also das dauert in der Regel 10 Jahre. Und wir sehen jetzt gerade im Batteriebereich, es gibt eigentlich diese klassischen Ausbildungsberufe für eine Batteriezellenherstellung, Fertigung, das gibt es nicht. Ja? Es gibt es auch selbst für die Mechatroniker, da gibt es ein Zusatzmodul, was die belegen dürfen, ja, oder belegen können, um dann ein paar Sachen zu machen am E-Auto. Und es werden in den nächsten Jahren immer mehr E-Autos sozusagen auf den Straßen sein und auch in der Werkstatt. Aber es gibt nicht diese Ausbildungsberufe. Und bis das sozusagen, bis die Ausbildungsordnungen das alles sozusagen aufgreifen, das wird noch eine Weile, da wird noch eine Weile ins Land laufen. Und deswegen gibt es ja solche Projekte wie Kombi und da gibt es ja noch 5 Schwesterprojekte, die da sich auf den Weg machen und gucken, naja, welche Qualifizierungen sind denn jetzt gefragt? Und welche brauchen wir? Und es gibt auch Unterstützung von europäischer Ebene, das Projekt Allbirds, die das mal versucht haben, da auch zu skizzieren, mit dem wir da auch in Kooperation auch sind, weil es hat natürlich, wir sind in Deutschland nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja, das trifft gerade alle, ja, und alle haben nicht diese Berufe
am Start, sondern überall werden diese Qualifikationen gerade aufgebaut. Und was für uns aber wirklich auch nochmal eine Relevanz ist, ist die Heterogenität der Gruppen, die wir ansprechen. Ja, also jetzt in dem Kurs, den wir da vor 2 Wochen hatten, waren über 40 Teilnehmende und da waren von den klassischen Facharbeitenden bis es gab jemand, der hatte promoviert am Fraunhofer. Ja, also so weit war das Spektrum im Prinzip fast so breit wie diese Wunschrealität, die uns die Unternehmen bei der Befragung gespiegelt hatten, sozusagen von DQR Level 2 bis 8 war das, ja. Und wir hatten jetzt hier quasi 4 bis 8, ja. Das ist schon spannend. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie gestaltet man dann die ganzen Micro-Credentials so, dass das sozusagen eben auch dieses Spektrum umfassen kann und dass die damit auch gut wieder rauskommen aus dem Kurs? Das bestätigt aber auch einige der Umfragen, dass gerade im Weiterbildungsbereich Menschen an Weiterbildungen teilnehmen, die bereits einen akademischen Abschluss haben, also einen Bachelor oder einen Master oder vergleichbare Abschlüsse. Auch das hat mir nochmal arg zu denken gegeben. So, gucken wir mal weiter in unserer Reise. Das haben wir ja schon gesagt, ne? Also deswegen, ich musste für die Zyklopen kein Bild generieren mit dem Generator. Es kann nur so ein Bild sein. Und ich muss sagen, es macht uns einen Heidenspaß, sowas auszuprobieren. Und wenn es ein Gabelstapler-Zertifikat ist im virtuellen Raum, also mit so viel Lust und Geschwindigkeit mal in ein Regal reinzufahren, ohne dass es jemand bemerkt, fand ich schon recht bemerkenswert. Also wir haben da schon das eine oder andere entwickelt. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass der Weiterbildungsmarkt momentan sehr, sehr stark unter Druck ist. Die wissenschaftliche Weiterbildung Anbieter aus dem wissenschaftlichen Bereich machen nur einen sehr kleinen Teil aus. Im Moment 100%, das finde ich erstaunlich wenig. Aber gerade nach Corona haben sich sehr, sehr viele Dinge auch in den Online-Raum verlagert. E-Learning hat sich durchgesetzt. Jetzt natürlich auch der Einsatz von Sprachmodellen, also KI-basierte Weiterbildung. Also auch unser virtueller Lernraum, unser Peter KI unterstützt, aber eben auch Lernplattformen, die sich dann durch KI unterstützen lassen oder eben auch die Begleitung von den teilnehmenden Lernenden oder Studierenden. Also diese Relevanz des adaptiven Lernens wird immer stärker sichtbar. Also wir müssen, also zurück auf deine Konferenz, wir müssen da wirklich die nächsten Schritte gehen, weil die privaten Weiterbildungsanbieter werden sich im Grunde da noch weiter sehr stark profilieren. Und wie wir schon gesagt haben, Future Skills immer gleich integrieren und nicht als eigenes Thema, sondern immer in die Lehre gleich mit integrieren. Ja, und das ist, die Sachen mit den VR-Geschichten, wir müssen natürlich, wir können ja, also man muss sich vorstellen, für die Batteriezellherstellung, so eine Anlage kostet mehrere Millionen. Wenn wir da das als Prototyp hinstellen würden, es ist, glaube ich, eine geplant in Schleswig-Holstein, das ist aber bisher auch noch nicht umgesetzt. Und wir werden sozusagen mit digitalen Zwillingen, wir werden mit VR-Brillen sozusagen bestimmte Produktionsweisen darstellen müssen, damit die Kolleginnen und Kollegen das auch nachvollziehen können. Ja, und deswegen ist das wichtig, dass wir das machen. Und ich bin schon gespannt darauf, wie wir das auf die Beine stellen. Ich habe mir das immer bei euch mal angeschaut und dachte, okay, das funktioniert. Und wir waren vor kurzem auch in
in Zwickau beim VW Bildungsinstitut, die ähnliche Wege gehen. Und das kann funktionieren. Und das ist sozusagen auch ein bisschen das Ziel. Unser Projekt läuft ja bis 2027, dass wir da hinkommen. Ja, ja, wenn ich gerade an unserem Thema denke, ich kriege keine 20 oder 25 Leute ins Labor. Und ist es denn notwendig, eine Arbeitsschutzbelehrung vor Ort durchzuführen in Präsenz und synchron und wie man das nennt? Und wir haben die Mittel inzwischen dazu. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um uns das selber drauf zu schaffen. Also ganz ernsthaft, bestimmte Sachen konnte ich vor 1, 2, 3, 4 Jahren nicht. Auch die ganzen Techniken. Ich kann mich an mein erstes Webinar erinnern. Da war ich mega aufgeregt. Funktioniert die Technik und so weiter. Jetzt ist es halt nicht mehr der Beamer, sondern jetzt sind es andere Systeme, die wir benutzen. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass wir immer wieder sagen, das Projekt gibt uns die Möglichkeit. Das ist gut, aber gleichermaßen auch die Idee, warum muss das Projekt gestützt sein und was passiert, wenn die Kompetenz, also die Personen, die das eingerichtet haben, nach Projektende, die Abteilung wieder verlassen. Also wie kriege ich es dann hin, dass wir diese Kompetenzen und diese Möglichkeiten, KI-gestützte Lernplattformen, der Umgang mit den VR-Brillen und so weiter, wie wir das hier belassen können. Das heißt, in diesem Hamsterrad von Projektantrag, Projektantrag, Projektantrag hinzukommen, Dinge zu verstetigen und selbstverständlich mit umzusetzen. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden, Matthias. Das ist natürlich ein ganz weites Feld, ne? Also was passiert nach Projekten, aber das, okay, aber jetzt kommen wir hier zum Thema Qualität. Ne? Wir kommen zum Thema eins der großen Kritikpunkte, wenn ich das so wahrgenommen habe. Ja, warum? Also, ich hake da mal, oder ich kriege da mal kurz rein, weil wir sind ein gewerkschaftsnaher Träger und klar, bei uns ist schon natürlich, spielt natürlich der Blick drauf, naja, was haben die Beschäftigten davon? Wenn sie solche Qualifizierungskurse machen, wenn sie Micro-Credentials erwerben, was haben sie am Ende in Anführungszeichen davon? Ne? Und oder wo hilft das denen? Und da denken natürlich manche sehr stark in den klassischen Strukturen. Und da sehen wir natürlich, okay, wenn ich jetzt diese Kurse im Blick habe, kriege ich eine Teilnahmebescheinigung und ich kriege halt ein Zertifikat für die Micro-Credentials. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall relevant, dass das, was wir hier belegen oder das, was wir hier ausgeben und das, was wir hier durchführen, dass das auf jeden Fall zertifizierfähig ist. Dass auch die Leute was in der Hand haben, was sie sagen können, okay, ich habe hier was gemacht und das hat auch einen Wert. Und es muss auch die Möglichkeit sein, dass wenn ich mehrere solche Micro-Credentials erwerbe und durchführe und teilnehme und erfolgreich absolviere, dass das zu einem höherwertigen Zertifikat beziehungsweise am Ende natürlich auch bis zu einem gewissen Abschluss gehen kann oder dass ich zumindest die Möglichkeit habe. Ja, und das ist sozusagen der Punkt, wo Gewerkschaften sagen, okay, bei manchen privaten Anbietern ist das nicht gewährleistet. Da ist nicht klar, was habe ich eigentlich davon, wenn ich da den Kurs zum Thema Batteriemanagement oder hast du nicht gesehen, wenn ich den da belege, das ist überhaupt nicht geregelt, was da an, weil welche Qualität dahinter steckt, erstmal bei dem Kurs und was wo der mich hinbringt. Und das ist ein ganz großer Punkt, den wir versuchen, hier im Projekt zu lösen und den wir uns da auch als Aufgabe gestellt haben. Das ist aber auch ein Dilemma. Und jetzt komme ich mal auf meine Person zurück. Ich habe viele Weiterbildungen besucht. Ich habe zu einem Großteil dafür Teilnahmebestätigung, wir würden sagen Sitzschein, erhalten. Also was sind die Qualitätskriterien, die wir hier ansetzen?
Die Weiterbildungen waren meistens, wenn ich von mir erzähle, richtungsweisend. Also ich suche mir aktiv zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einer Betroffenheit oder Situation heraus diese Weiterbildung, oder ich werde darauf hingewiesen, oder mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte sagen, das wäre ganz gut, wenn du das machst für deine Vita. Und letztlich sind das dann Sitzscheine. Das meiste habe ich tatsächlich durch Konferenzen, durch kollegialen Austausch, durch Arbeitsrunden, Projektanträge. Es ist immer eine Lernreise, das, was wir gemacht haben, oder dieser Vortrag. Also bis kurz vorher hatte ich noch Blitze im Kopf. Das sind allerdings dann Wege der nonformalen Bildung oder informellen. Wie kriege ich denn da einen Stempel drunter? Und von wem? Und das heißt, wie kann ich informell erworbene Kompetenzen so beurteilen, dass man sagen kann, das kann die Person jetzt einsetzen, und oder es kann angerechnet oder anerkannt werden. Also das sind so Gedanken, die wir hier auch haben und die wir auch versuchen im Projekt, aber auch bei uns an der Hochschule entsprechend umzusetzen. Ich würde das gerne mal so ein bisschen weiter ausführen. Ich habe das, ich habe dieses Transparenzraster, das steht auch hinter mir. Ich gebe den Link auch gleich mit rein. Nämlich, du hast über DQR gesprochen. Die DGWF hat sich auch schon viele Jahre, das ist ja nicht, weil hier jetzt irgendwie das Jahr 2023 steht, da steht ja im Grunde ein Erarbeitungsprozess, der da vorgeschaltet ist. Das Transparenzraster war schon immer eine sehr, sehr gute Arbeitshilfe für uns gewesen, auch in der Argumentation innerhalb der Hochschule. Und dann letztes Jahr wurde dieses Kompetenzraster erweitert, und man hat den Punkt der Micro-Credentials wirklich dann auch mit definiert und gesagt, Micro-Credentials sind ungefähr Leistungspunkte zwischen 1 und 9. Wenn ich mir überlege, jetzt komme ich auf Professor Wilksmann zurück, wenn ich mir überlege, dass wir an der BDU unsere Module aus der regulären Lehre haben so Leistungspunkte zwischen 4 und 10, meistens sind es 6, da sind die Hochschulen auch unterschiedlich getaktet. Das sind an sich schon Micro-Credentials. Und die Idee, dass man diese Micro-Credentials dann eben auch mit überträgt, vielleicht für den Bereich der Weiterbildung und als Instrument zur Durchlässigkeit, für den Spurwechsel, die Idee finde ich tatsächlich sehr charmant. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ach nee, du kannst noch mal sagen, was du hier auf das Dilemma hinweisen, dann würde ich gerne einen Schritt weiter nehmen. Ja, ich hatte es vorhin schon ein bisschen angerissen, das, was die Unternehmen sich eigentlich in unserer Befragung gewünscht haben. Wohin sollen seine Qualifizierungen, wenn sie durchgeführt werden, führen? Und da sehen wir das natürlich, dass das schon in die höheren DQR-Level reicht. Also Facharbeiterinnen-Niveau ist sozusagen fast das untere Level. Und es gibt natürlich auch dann Ausreißer, aber das zeigt eigentlich, die Erwartungen sind hoch, ja. Und aber das beißt sich, wie gesagt, eigentlich mit dem, was die Unternehmen an Freistellungen für Weiterbildung zur Verfügung stellen. Aber das hat mir vorhin schon angerissen. Ich spiele mal den Ball zurück. Das heißt, im Grunde suchen wir ein Instrument, was diese Durchlässigkeiten herstellt, was Stapelbarkeit herstellt und was eine Vergleichbarkeit von Kompetenzen darstellen soll und was in das
in die eine Logik reinpasst, sowie in die andere Logik reinpassen könnte. Und insofern machen wir das in einigen Projekten, dass wir sagen, wir arbeiten aktiv mit der Wirtschaft zusammen, mit anderen Hochschulen zusammen, also auch hochschulübergreifende Zertifikatsprogramme, Kurse, Zertifikatstudien, die dann auch entsprechend mit den Abschlüssen, und zwar hochschulischen Abschlüssen unterhalb des Bachelor und Master, also die weniger Zeit erfordern, erlauben. So, das heißt, ich werde hier mal ganz kurz in deiner Umfrage anklicken. Ich verrate nicht, was ich angeklickt habe. Oh, das Gleiche, was die meisten angeklickt haben. Das ist spannend. Find ich auch. Und ist ganz toll. Ich muss mal sagen, diese KI-generierten Bilder sind gar nicht mal so gut. Was wir hier sagen wollen, ist, wir haben einmal unsere Studierenden, und selbst wenn ich auf unsere Studierenden hinschaue, dann muss ich sagen, auch den klassischen Studierenden gibt es nicht mehr. Also wir an der BTU, wir haben ungefähr 50% ausländische Studierende. Also das hat was mit Sprache und Kultur oder kulturellen Hintergrund zu tun. Wir haben sehr viele Studierende, die direkt vom Abitur, den klassischen linearen Bildungsweg beschreiten, aber sehr viele in bestimmten beruflichen Kontexten auch ältere Studierende oder eben auch berufstätige Studierende, Studierende mit familiären Hintergrund, mit Pflegeaufgaben beispielsweise. Und die gehen natürlich mit sehr, sehr unterschiedlichen Motivationen in eine solche Fortbildung rein. Und auch wir im Projekt, Matthias, kannst du dich erinnern, wie wir über die Zielgruppen diskutiert haben? Was sind Fachkräfte? Was sind Führungskräfte? Wie organisieren wir sowas wie einen Quereinstieg, also eine berufliche Neuorientierung? Wo sind die Unterschiede oder sind die Unterschiede hausgemacht und gar nicht signifikant und relevant? Und wie kriegen wir das in unsere Prozesse mit rein? Ja, und das ist wirklich spannend, weil wir haben ja diese Unterscheidung natürlich der Zielgruppen, unterschiedlichen Zielgruppenansprache im Kopf, und das haben wir auch so reinformuliert. Wir merken jetzt im praktischen Tun, dass es deutlich heterogener ist. Das hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also an unserem Basiskurs haben teilweise klassische Fachkräfte teilgenommen, für die wir ursprünglich das auch gedacht hatten. Es haben aber auch Leute aus dem Management teilgenommen. Es haben Leute aus Servicebereichen teilgenommen. Es haben Leute aus teilweise aus wissenschaftlichen Institutionen auch da waren dabei, selbst aus der Wirtschaftsförderung, weil sich viele Leute auch noch dafür interessiert haben, was ist denn dieses Batterieökosystem, ja. Und ähnlich, wir haben eigentlich ein Angebot noch entwickelt, das nennt sich Power Hour. Es geht so eine Dreiviertelstunde zu Batterie-Spezialthemen. Das sind auch wirkliche Spezialthemen, wie beispielsweise die EU-Batterieverordnung, ne? Und auch da war das Spektrum sehr breit, ja. Von Betriebsrätin bis Management, für die das eine Rolle spielt, bis zu Forschenden. Das heißt, die Brille, die wir haben, oder die Schubladen, die wir im Kopf haben, das ist in der Realität ein bisschen anders. Auf der anderen Seite wollen wir das natürlich auch so breit nehmen, dass beispielsweise Quereinsteigende auch die Möglichkeit haben, bei diesen Kursen dabei zu sein. Ne? Also das ist schon ein Punkt, weil klar, die Unternehmen wollen auf der einen Seite ihre eigenen Leute fit machen, aber im Fachkräftemangel brauchen sie Leute von außen, und die kriegen sie gar nicht so einfach. Da ist der Kampf ist da hart, und das heißt, ich muss dann die Leute befähigen. Und das sind in der Regel
vielleicht nicht ganz fachfremd, aber sie haben zumindest mit dem Thema vorher noch nicht so viel zu tun gehabt. Das heißt, sie müssen aufbauen. Sie brauchen aufbauende Qualifizierungen. Das gilt auch gerade auch für ausländische Fachkräfte. Das ist auch für euch, spielt ja bei euch auch eine große Rolle. Also das ist ein breites Feld und manchmal passen die Schubladen, die, denen wir denken, gar nicht so klar. Und das ist auch spannend, das ist auch ein Lernprozess bei uns. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ne? Also auch der Punkt der ausländischen Fachkräfte. Wenn wir an der BTU von internationalen Studiengängen sprechen, meinen wir in Wirklichkeit englischsprachige Studienangebote. Also was sind dann eigentlich die Kriterien, die ich ansetze? Wir haben hier ein Programm für ausländische AkademikerInnen. Wir haben sehr viel Service dazu und die bringen unfassbar spannende Perspektiven mit rein, wenn wir dann lassen und auch vielleicht den Geist ein wenig öffnen. Ich wollte noch mal eine Bitte in das Auditorium stellen, weil wir haben uns hier, ich kriege diese Grafik nicht hin. Diese Grafik meint im Grunde, eigentlich müssten da ganz viele Schleifen ran und ganz viele Nebendarstellungen. Und das kriege ich grafisch gerade nicht dargestellt. Da verließen mich meine Möglichkeiten. Aber gemeint ist tatsächlich, dass dieser Learning Life Cycle, bewusst nicht Student Life Cycle genannt, sondern der geht nicht von der Akquise bis zum Ausscheiden, sondern es geht ja immer wieder darum, bestimmte Abschnitte zu begleiten. Und das heißt, die Menschen scheren aus, kommen zurück, werden begleitet. Und wichtig ist uns dabei, dass wir sagen, auch eine Beratung oder eine Begleitung muss übergreifend über die Bildungswege sein. Das heißt, vielleicht sollten wir uns auch angewöhnen, auf die berufliche Weiterentwicklung zu schauen oder eben auch den akademischen Weg mit im Blick zu behalten, so wie wir das hier vielleicht auch gerade versuchen. Also etwas weg vom Konkurrenzgedanken, eher zum gemeinsamen, übergreifenden. Und genau so haben wir das versucht und umgesetzt, nämlich wir haben im Portfolio ganz, ganz unterschiedliche Programme. Wir haben Abschlüsse an Micro-Credentials, also mit Leistungspunkten 1 bis 9. Wir haben DAS, also Diploma of Advanced Studies. Ein Diploma of Basic Studies haben wir noch nicht. Certificate of Basic Studies, also so ähnlich, nicht so ähnlich, entlang dieses Rasters. Das hilft hier sehr. Und was uns auch hilft, ist das neue Brandenburgische Hochschulgesetz, was wirklich klargestellt hat, das war ja vorher nicht verboten, aber klargestellt hat, dass wir Zertifikate vergeben dürfen und sollen und welchen Status dann die Teilnehmenden haben können. Natürlich entlang der Hochschulautonomie und auch der Wissenschaftsrat hat uns da auf dem Weg begleitet und hat entsprechende Empfehlungen gegeben. Die Links, wo Sie das nachlesen können, stelle ich gleich rein, wenn ich nicht mehr abgelenkt bin. Und was mir sehr wichtig ist auf dem Weg, dass wir sagen, auch eine Erfahrung, habe ja vorhin gejammert, ne, wir kriegen keine Teilnehmenden mehr. Warum denn nicht? Wenn ich einen Kurs anbiete zu einem Thema, zu einem bestimmten Punkt, habe ich möglicherweise die Betroffenheit gar nicht oder die Passgenauigkeit gar nicht hergestellt. Wenn wir das machen, was wir jetzt hier in unserem Projekt tun, nämlich eine bedarfsorientierte, gemeinsame, dialogorientierte Herangehensweise in der Kursgestaltung, dann glaube ich, ist es weniger Schublade, sondern eher wirklich nah an den Bedarfen und Bedürfnissen unserer Teilnehmenden. Habe ich was vergessen, Matthias? Also einmal, ich
für uns natürlich hier im Verbund oder als Konsortium, mit dem wir euch zusammenarbeiten, ist natürlich der Punkt, dass ihr zertifizieren dürft. Natürlich total relevant. Und zwar auch insbesondere auch relevant für die Leute, die an unseren Kursen teilnehmen. Ne? Weil in dem Moment, wo wir sagen können, okay, wenn die Teilnehmenden die entsprechende Kursanzahl erfolgreich bewältigen und wir auch da ein Zertifikat für ihre Leistung ausgeben können, dann ist natürlich auch die Motivation höher. Wir haben das auch sofort gemerkt, als wir das angesagt haben so und auch soweit und entsprechend kommuniziert haben, dass sich dann die Leute nicht nur für einen Kurs, sondern eben für alle 6 Kurse, die wir in diesem Jahr anbieten, angemeldet haben, weil sie gesehen haben, okay, es bringt mir was. Ja? Aber es gab hier noch eine Frage von Frau Hertlein zum Thema, wie gestalten Sie den Wissensaufbau in diesen Situationen? Jetzt ist das geht, glaube ich, Heike nochmal auf. Das wird über dem Link, sorry. Ja. Okay. Magst du darauf antworten, Matthias? Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ach so, Wissensaufbau. Also wir haben mit unserem, also in dem Projekt hier kommen wir, ich halte das jetzt hier mal auch in die Kamera, soweit es möglich ist. Wir gestalten das wie folgt. Wir haben aktuell einen Basiskurs konzipiert mit Selbstlerneinheiten, der am Ende auf die notwendige Stundenanzahl kommt, damit der ein Micro-Credential sozusagen erfüllt wird, wenn die Beschäftigten das sozusagen diesen Kurs vollständig belegen. Darauf aufbauend werden wir für 2025, 2026, 2027 vertiefende Kurse zu den einzelnen Themenbereichen geben oder entwickeln und durchführen, sodass die Beschäftigten oder dass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich darauf aufbauend die notwendige Fachlichkeit zu lernen und auf der anderen Seite aber auch die nötigen Stundenvolumina zu erfüllen, die zu den gewünschten Abschlüssen oder Zertifikaten am Ende führen. Wir haben dafür eine extra Matrix entwickelt, die sieht sehr spannend aus, sage ich jetzt mal, weil die wirklich versucht, die unterschiedlichsten Bereiche von Facharbeitenden bis hoch zum Thema Meister oder Bachelor, Meister, Grundstudium und das einzeln abzubilden. Daneben auch noch die Sachen mit den Future Skills, aber auch das Thema Quereinstieg und so weiter. Da haben wir uns eine Menge, da kam eine Menge Gehirnschmalz rein und wir versuchen das jetzt sukzessive auch umzusetzen. Wir sind jetzt am Anfang jetzt in der Basis und das werden wir jetzt sukzessive weiterentwickeln. Das ist dann, damit wir unseren Projektauftrag auf der einen Seite erfüllen und aber auf der anderen Seite wirklich was Sinnvolles für die Leute darstellen, weil wenn die merken, okay, das bringt mir nichts, dann steigen die auch aus, auch selbst wenn es in Anführungszeichen nichts kostet. Und das ist auch, dann sagen auch die Unternehmen, im Moment, dafür stellen wir unsere Leute nicht frei, weil die Arbeitszeit ist auch im Moment das kostbarste Gut. Das muss eine Win-Win-Situation sein. Das ist die Herausforderung, bei der wir da aktuell auch stehen. Ich muss mal ein bisschen Gas geben, auch vor, also vor Respekt der folgenden Veranstaltungen, weil vielleicht noch einige weitergehen wollen. Die Sirenen mögen wir auch sehr gerne und vielleicht noch den Aspekt nur Lernkultur in Unternehmen, die hat man meistens nur in Ressource Zeit, Ressource Personal und dann eben, was sind die weiterbildenden Unternehmen? Und das Zusammenspiel mit den Hochschulen, da wollte ich den Transferaspekt unbedingt erwähnen. Das heißt, wie gelangt frisches Wissen an die Werkbank oder bestimmte Fragen aus der Praxis wieder zurück? Und da nehmen wir bei uns in dem Projekt die Idee mit, da einen mit Transfer-Scouts auch entsprechend zu arbeiten. So, guck mal, Schlusssport. Ja.
Schlusssport, sehr gut. Schlusssport. Ich würde mal ganz kurz sagen, 22 gibt's seit 22 gibt's bei uns die Rahmenordnung im Bereich der Weiterbildung, die Rahmenordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge ergänzt. Und auch das war ein langer Diskussionsprozess. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, wir gehen damit tatsächlich in die Anwendung. Jetzt nochmal auf eine vorhergehende Frage eingehend. Inzwischen gibt es einige Professuren, die entdeckt haben, dass diese Rahmenordnung eine Möglichkeit ist zur Akquise von Studierenden. Das heißt, durch die Anerkennung von Einzelmodulen auf einen möglicherweise vorhandenen Studiengang, in den sich die Studierenden dann einschreiben können, also immatrikulieren können, auch dieser Weg in die Hochschule hinein, nicht nur aus der Hochschule heraus. Auch diesen Weg haben die ProfessorInnen dann entsprechend. Oh mein, jetzt 5 Minuten, ne? Ja. Entdeckt und das freut mich natürlich richtig, richtig gut. Und deswegen haben wir auch inspiriert, diesen Ansatz mit in das Programm Kombi-H mit umgesetzt oder mit eingebracht. Und auch, oh, schade, Moment, was hier eben nochmal dargestellt ist, ist das Kompetenztrio, ne? Also Wissenschaft, dann Bildungsanbieter und die Wirtschaft hier mit an Bord zu holen. Genau. Und so sorry, aber das ist mir nochmal wichtig. Welche Anreize gibt es bei Ihnen für die Bereitstellung von Angeboten? Darüber muss ich nachdenken, aber vielleicht im Nachgang, Frau Federici, ich hoffe, ich spreche Sie richtig. Richtig aus. Also wir haben diese ergänzende Rahmenordnung. In dieser Rahmenordnung sind einige Sachen geregelt, wie Zugangsvoraussetzungen, Regelungen zur Anrechnung und Anerkennung. Es sind durch die Strukturierung der Angebote, wie zum Beispiel Kurse oder Zertifikatsprogramme, die etwas größer sind, und die Sichtbarkeit des Stapelns. Glaube ich, haben wir unseren Belang auch gut in der Hochschule sichtbar gemacht. Der Rest ist Kommunikation und gute Piloten. So, Schlusssport. Ja. Wir können zusammenfassen, ne? Also Kompetenzorientierung war uns ein wichtiger Aspekt. Ja, und wir Lebenslang haben ja. erzählen. Ja, also die Frage Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung mit Hilfe Micro-Credentials sozusagen aufzubrechen, das war jetzt hier ein bisschen unser Steckenpferd, und das ist auch das, was wir im Projekt versuchen, auch in die Realität umzusetzen. Und wir haben, was die ersten Gehversuche jetzt anbetrifft, mit den ersten Kursen, die wir da in dem Bereich entwickelt und durchgeführt haben, das Gefühl, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ja, aber das geht eben nur im Verbund. Also das geht eben, also wir alleine wären jetzt als BFW, hätten das so nicht geschafft, sondern das braucht eben das Zusammenspiel da mit euch von der PTU, dass wir gegenseitig da uns fit machen, dieses Kompetenztrio, dem dann auch die Wirtschaft muss mitziehen, also was die Lernkultur anbetrifft oder Unternehmenskultur, das sind wir jetzt übersprungen, aber das ist ein Riesenfeld, das ist gar nicht so einfach. Ja. Wenn man es nicht im Um, Leben parken kann. ja, also das ist eine eigene Veranstaltung wert, und dazu gibt es auch eigene Veranstaltungen dazu, ja, Weiterbildungsmentoren und etc. Aber es geht, und das ist eigentlich der Punkt. Es ist machbar, und das ist eigentlich der Punkt, den wir hier stark machen wollen. Es ist eine Odyssee, es ist teilweise auch eine Irrfahrt, aber man kommt zum Ziel. Ja. Man kommt zum Ziel und um ehrlich zu sein, wir profitieren ja gegenseitig voneinander, weil ihr habt die Nähe zur Wirtschaft
Entsprechend profitieren wir gegenseitig. Ne? Also ihr seid im Grunde auch so ein Schlüssel. Also ne? Wir brauchen uns gegenseitig. Und zu den Anreizsystemen, das ist eine never-ending story. Deputatsvergabe für Weiterbildung in weiterbildenden Studiengängen, ja. Momentan in der Diskussion immer wieder. Also Honorarverträge, Lehraufträge und die Anrechnung aufs Deputat sind wir gerade mal wieder im Gespräch. Vielleicht mögen Sie noch eine kurze abschließendes Feedback geben. Ja, ich wollte Sie nicht so abbügeln, weil es ist tatsächlich ein heißes Diskussionsfeld, was wir immer wieder auch an den Hochschulen diskutieren. Und wenn es irgendwo gute Beispiele gibt, her damit. Wir wollten gerne reflektierend nochmal darauf eingehen, was, das war jetzt gerade meine Vibration, meine Vibration mit dem Timer. Nämlich mögen Sie noch mal kurz sagen, was sind denn für Sie wichtige Aspekte? Also lebenslanges Lernen, Odysseus, immer auf der Suche lernen, hört nie auf. Oder die Navigation, wie finde ich mich in diesem Dschungel zurecht und die richtigen Stempelchen zu finden? Kompetenzorientierung, Kompetenzen besiegen jeden Zyklopen, gemeinsam ist mehr möglich. Dann die technologieunterstützte Lehre oder keine Experimente ohne klare Regeln, das Qualitätsmanagement. Sie können gerne die Bildchen liken und ansonsten vielen, vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind auf dieser Odyssee. ÖFA oder Heldenreise, wir wissen es nicht genau. Irgendwas dazwischen, ne? Ja, vielen Dank. Und einfach den QR-Code hier einscannen und dann können Sie nochmal sagen, ja, was war es denn jetzt? Ne? Was eine ÖFA, was eine Odyssee oder die Heldenreise. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht, das war der Aufwand. Aber vielen Dank für Ihr Feedback. Das tut gerade sehr, sehr gut. Ne? Und wir wollten auf jeden Fall Mut machen, dass Micro-Credentials auf jeden Fall eine sinnvolle Sache sind, wenn sie richtig funktionieren. Genau. Ja, Heike, toll. Hat Spaß gemacht. Toll. Ne? Punktlandung. Wir verabschieden Sie und sehen uns hoffentlich irgendwann mal in anderen Zusammenhängen wieder. Oder Sie kommen auf uns zu, wenn Sie noch weitergehende Fragen haben. Wir sind da. Definitiv. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Präsentation oder auch im Nachgang. Da stehen wir für Anfragen gerne zur Verfügung. Na? Ja, wunderbar. Dann stoppen wir die Sitzung und wünschen noch ein schönes weiteres Festival. Dritter Tag.